So, herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play zu Vampire the Masquerade Bloodlines. Ich habe in den letzten Episoden ein bisschen rumexperimentiert. Mit dem Ton hat leider nicht so gut geklappt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich habe die relativ am Stück aufgenommen, deswegen ist es mir leider erst danach aufgefallen ist. In den Vorabproben, die ich gemacht habe, war das Mischverhältnis eigentlich soweit in Ordnung gewesen, aber jetzt irgendwie so über längeren Zeitraum hat man gemerkt, dass der Spielsound einfach unfassbar laut ist. Man sieht das auch hier leider in den Audio-Optionen. Man hat einen Lautstärkeregler fürs gesamte Spiel. Nicht so komfortabel, dass man jetzt einzelne Gespräche oder Hintergrundmusik etc. irgendwie machen könnte. Ja. Leider nein. Das andere ist auch so wird gut eingestellt. Ich habe jetzt noch mal ein anderes Aufnahmetool ausprobiert. Da habe ich jetzt das Problem, dass der mal mein Desktop aufnimmt, obwohl ich das Spiel starte, und mal das Spiel starte. Da ich mir bei der Aufnahme nie sicher sein kann, ob er jetzt mein Gameplay mitnimmt oder nicht, bin ich jetzt wieder mit dem alten Programm erstmal drin. Habe jetzt geguckt, dass ich mit den Aufnahmeoptionen noch ein bisschen weiter rumspiele und mich halt lauter mache. Ich muss jetzt auch ein bisschen lauter reden. Und ich bin mir sicher, das kriegen wir jetzt alles irgendwie gemeinsam hin. Und ich hoffe, ihr habt hier weiterhin Spaß mit dem Ganzen. Und ich bin jetzt ein bisschen besser zu verstehen. Wir hüpfen direkt mal wieder rein. So, ich glaube, für euch ist die Musik hier jetzt schon leiser als für mich, wenn ich meine Aufnahmeoption hier vertrauen kann. Ich gehe mal in den Fahrstuhl, dann werde ich nicht so beschallt. So, wir haben zuletzt ja mit Therese Foreman gesprochen. Sie hat uns die Aufgabe gestellt, in ein altes Hotel zu gehen, weil es dort spukt. Sie hat es halt günstig gekauft und das behindert jetzt die Baumaßnahmen, die sie dafür vorgenommen hat. Und wir sollen einen Gegenstand finden, der damit zu tun hat. So, gucken wir mal kurz ins Questlog. So, Geisterstunde. Du hast sie gebeten, zum Ocean House Hotel zu gehen und nach einem persönlichen Gegenstand des dort spukenden Geistes zu suchen und dir zu bringen. Das waren einige Kanalisationen. Okay, ja, müssen da durch den Untergrund durch. Ich habe jetzt mal wieder vergessen, die Stopp zu machen. Yes. Ah, ja. Technik, die begeistert. So. Stoppuhr läuft, wir müssen ein bisschen die Zeit im Auge behalten. Oh Gott, ist das laut, ich muss hier echt raus. So. Ich muss auch so ein bisschen hier die Gesamtlautstärke mal runterdrehen. Das sollte eigentlich die Aufnahme nicht beeinflussen. Was ja eigentlich nur der Windows-Ausgabesound ist, nicht da beeinflussen. So, unser Blutvorrat sieht gut aus. Wir haben noch ein bisschen was im Petto. Holzpflock. Ach, den Führerschein, genau. Für Nox haben wir auch einen Auftrag angenommen, uns mal über einen asiatischen Vampir zu erkundigen, den ihm irgendwie auflauert. Das würden wir dann im Anschluss vielleicht mal machen. Als erstes würde ich mit euch das Ocean Hotel untersuchen. Ach, hier haben wir gute Kanalisation. Obwohl ich auch mal einen Playthrough mit einem Nosferatu hatte, ich abgebrochen habe, weil es keinen Spaß macht, sich nur hier durchzubewegen. Muss ich gestehen, ich habe hier mal null Möglichkeit, mich zu orientieren. Gucken wir mal. So, Foxy Boxes, dann spannende Papier. Zeilen. Ist nicht eingezeichnet? Bin ich jetzt total blind? Deiner? Noir. Ach, auf der Karte selber. Das ist nicht in der. Ja, okay, ja. Also, und hier muss man Richtung 1. Bellbourne. Ja, das hat uns jetzt viel gebracht. Das hat natürlich nichts ausgeschildert hier. Ah, ich glaube, da sind wir schon richtig. So.
ist eine sehr schöne Aufgabe. Lernt ja auch mal kennen, dass dieses Spiel einiges an Horrorelementen hat. Zumindest als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich mich hier schon zum Teil sehr erschrocken. So, dann natürlich einen Schlüssel. Ist ja das Ganze hier noch im Bau, deswegen gibt es so einen schönen Baucontainer, in dem gelegentlich so ein Schlüssel hängt. Ich glaube, sonst war hier nichts zu finden. Ja, so eiswarme Kinderspieluhr. Das ist in so einem Setting immer ganz klasse. Ich liebe es. So. Alles klar. Dann mal rein. Uah, da geht's schon los. So, das ist das Hotel. So das Spuken, wie man sieht. Au. Was liegt denn hier? Große Eröffnung. Santa Monica feiert das neue Ocean House Hotel. Das ist leider zu klein, kann ich nicht lesen. Das war irgendwie der Stolz des Ortes hier. Nur leider ist da nicht mehr viel von über. So, jetzt habe ich auch leider keinerlei Taschenlampen oder sonstiges, das ein bisschen zu erhellen. Sehr alte Fotos hier. Ist das so alt? Moment. Steht jetzt hier nichts von, ne? Ich hatte gerade, da steht Totenschädel. Dein blinkt es, könnte ein Hinweis sein. Aua! Ja, man sieht, dass diese umherfliegenden Gegenstände einem Schaden zufügen. Jetzt hört es hier auf zu blinken. Boah. Irgendwer beobachtet. Oh. Er will mich umbringen, gut. Wer ist er? Hallo? Irgendwelche Stars-Mitglieder hier? Na, ist doch jemand? Ja! Al Capone mit der Mörder-Axt, okay. Wieder ein Gegenstand. Ocean House brennt. Behörden rätseln über Ursache des Infernos. Das Bild ist auch klasse, das ist ein bisschen die Bildsprache mit dem Zeugen. So. Das war ich nicht. Das Spiel macht seltsame Geräusche. Der Keller ist natürlich noch immer noch viel besser. Sie scheint einen guten, ausgeprägten Fluchtinstinkt zu haben. Ich gehe mal hinterher. Hey, hier ist nichts. Waschmaschine. Natürlich mal so ein bisschen hier nach, wo es noch leuchtet. Fehlschlag. Oh Gott. Ist ja schon kommen, wir werden wahrscheinlich viel Blut hier lassen, weil wir hier wohl kaum jemanden zu trinken finden. Was? Aber ich bin schon im Schlüssel. Für ihn sonst ausgegeben jetzt. So, Elevator.
Was soll das bitte für ein Raum sein hier? Sieht jetzt nicht so aus, als wenn hier schon alles irgendwie geholt worden wäre. Schlossfertigkeit Stufe 8. Okay. Wollen wir hier ist doch auch. So. War hier noch was? Ach da. Nee. Hier komme ich ja nicht lang. Na, ist schon wieder ein bisschen was her, dass ich das Ganze hier gespielt habe. Ich glaube, ich war auch meist besser am Schlösser knacken als jetzt. Ups. Ich kann mich auch daran erinnern, dass man irgendwie hier den Strom anstellen konnte. Okay, das ist Stufe 8. Ich glaube, hin war auch Stufe 8. Wird also keinen Unterschied machen. Ich muss doch hier rein. Kann ich was steigern? Natürlich nicht. Ja, die Geisterbits, die mich jetzt hier ganz umsonst umgeführt oder was? Ah! Ah! Now we are talking. Uah. Schritte. Er klopft. Schau mal lieber ab. Loch in der Wand. Hotel Hölle. Abgetrennter Kinderkopf in Hotelwaschraum gefunden. Das Licht habe ich nicht ein hier. Besetzt! Oh, jetzt höre ich was. Irgendein Gegenstand kullert durch eine Waschmaschine. Es ist zum Glück kein Kinderkopf, sondern nur ein Heizungsschlüssel. Ist das Spaß oder Angst? Das ist irgendwie schwer zu unterscheiden. So, jetzt kommen wir hier durch. Das war natürlich jetzt fürs Spiel erst wichtig, dass man hört, dass da irgendwo ein Kinderkopf. Ich sehe dich. Weg ist er. Er hat mehr Angst vor mir als ich vor ihm. Das wird es sein. So, jetzt ist ein Zeitpunkt, an dem ich mal speichern muss. Ich versuche eigentlich so wenig wie möglich zu spoilern bei Sachen, an die ich mich noch erinnere. Aber man kann hier ganz durch einen unglücklichen Zustand sterben. Das ist auch sehr unspektakulär. Ist nämlich diese Nieten, man sieht sie an den Boilern, die schießen raus, wenn man vorbeigeht. Und man schafft es ziemlich leicht, von allen getroffen zu werden. Das ist quasi ein Insta-Kill. Und da müssen wir nochmal dort anfangen, wo wir ins Hotel reingekommen sind. Das wäre jetzt nicht so schön. Oh, der Elevator. Man ist sowieso so verwöhnt heutzutage, dass irgendwie das Spiel alle 20 Sekunden speichert. Wenn ich so alte Schinken nochmal ausgrabe, dann ärgere ich mich manchmal sehr, wenn man dann irgendwie Stunden zurückgeworfen wird. Geh weg! Hier diese komischen Geräusche. Hallo? Ah. Hier hinten die Zeitung gelesen jetzt? Mal, ist doch mal gut jetzt. Hör mal auf, hier mit Sachen zu werfen. Das ist doch echt nicht gut. Das zweite Kind wurde zerhackt wie Brennholz.
Uff. Du willst, dass ich da reingehe? Aber hier sind noch andere Türen. Hey, ist noch irgendwas? Aha, ich lasse mich nicht austricksen. Ja. Zimmerschlüssel. Nehmen, 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 nehmen. Get out. Stand davor noch nicht. Ich gemein bin, unwahrscheinlich. Ich bin doch so nett. So ein guter Gast. Ring, ring. Bananaphon. Und dahin steht sie wieder. Flackert vor sich hin, aber erstmal irgendwas vor drauf, dass wir hier reingehen. Ob das jetzt so eine gute Idee ist, ich weiß nicht, aber. Es hat auch gar nichts gebraucht. Ach doch, hier ist eine Kinderzeichnung. Ja, Kinderzeichnung, wie in solchen Horrorspielen, ist auch immer gern gesehenes Element. So. Aha. Super, es werden auch noch komische Geräusche in der Wohnung. Dass gerade kommt jemand rein, das nicht sein kann. Aber anscheinend nutzt einer draußen seine Gartenhacke auf Asphalt. Das ist für mich hier noch ein bisschen mehr Stimmung. Ja, jetzt zeigt sie daran. Jetzt auf einmal soll ich ihr helfen. Sind sie da laut hier? Perk. Bin ich auch gar nicht so fett. Selbstjustiz, Ocean House Mörder, vielleicht Schuld am Inferno. Vielleicht? Hallo. Kann ich einwerfen. Nur die wichtige Gegenstände werden ja zum Glück in diesem Geschwurbel angezeigt. Ich glaube, hier ist nichts wirklich noch. Dass man noch schön Bierdosen in sich werfen kann. Bäm. Die nicht. Was haben wir hier so? Habe ich mir, glaube ich, nie angesehen. Sie selber Auslage wie im Asylum. So Essensfahrstuhl, das ist natürlich auch genau das, wo man rein will. Aber ich habe ja solche Horrorvorstellungen bei sowas, dass die immer auf halbem Weg stecken bleiben, man hier so eingezwängt ist. Ach, sowas komme ich gar nicht klar. Ich kann mir auch keine Videos ansehen, wie Leute sich so enge Höhlenschächte kriechen. Das ist einer meiner zwei großen Phobien. Help me. Ja, ein Tagebuch. Das lesen wir jetzt mal kurz. Ich glaube, die Zeit hält dann auch so lange an im Spiel. Die verkohlten Überreste seines Tagebuchs. 30.05.1958. Das ist auch die Jahreszahl. Aber die Bilder im Foyer sahen nicht nach 1958 aus, oder? Bin eben hier im Ocean House eingetroffen. Wir machen eine Woche Urlaub in Santa Monica und Ed hat uns ein Zimmer zur Eröffnung des Hotels gebucht. Es ist wunderbar hier, nahezu märchenhaft. Die Kinder sind schon den ganzen Nachmittag im Wasser. 30.05. Moment, war schon. 31.05. Die ersten beiden Tage waren geradezu perfekt, außer dass Ed nicht aufhört, mich nach den Medaillen zu fragen, was ich von meiner Mutter bekommen habe. Er scheint zu glauben, ein Verehrer hätte es mir geschickt. Ed kann sehr süß sein, aber manchmal übertreibt es mit seiner Eifersucht. Hoffentlich geht es ihm morgen besser. 1.6. Heute scheint die Sonne und es ist nicht eine Wolke am Himmel. Ed scheint leicht gereizt. Er grübelt ständig, wenn man neuer Freund sein könnte. Manchmal ist er schon komisch. Och, diese Maus? Warum? Warum?
Manchmal ist ja schon komisch da. 3.6. Heute Morgen gab es ein Picknick für die Hotelgäste. War recht imposant. Ed hatte schlechte Laune. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll, um ihm klarzumachen, dass er meine einzige und wahre Liebe ist. Bloß als er mit dem Platzwart gesprochen hat, ist er ein bisschen aufgetaut. Männer. Ja, wir sind fortgefunden hier. 4.6. 2 Tage haben wir noch. Dann geht's endlich nach Hause. Ed redet weder mit mir noch mit den Kindern. Und ich habe ihn des Öfteren dabei ertappt, wie er im Bad meine Medaillen anstarrte. Ich mache mir Sorgen, dass eine Art Nervenzusammenbruch sein könnte. Ich habe ihm vorgeschlagen, nach Hause zu fahren, aber er hat nur den Kopf geschüttelt. Er würdigt mich keines Blickes. Ich will einfach nur nach Hause. Ein bisschen Shining Vibes hier, ja? Ed ist heute schon früh weggegangen und ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Wenn er in einer Stunde nicht zurück ist, lasse ich den Hotelmanager rufen. Obwohl ich es ihm verboten hatte, ist Ed Junior im Keller nach ihm suchen gegangen. Ich schicke Tiffany nach unten, um ihn zu holen. Wenn, Moment, es klopft an der Tür. Oh mein Gott, Ed, voller Blut. Ich will mich umbringen. Hab mich ins Bad gesperrt. Er ist verrückt. Schreit, wir werden ewig zusammen sein. Und er wird mich nie hergeben. Bitte hilf mir. Irgendwie. Na, ist also klar, was hier passiert ist. Wer der Axtmörder hier ist und wer das Mädchen ist, was wir immer sehen. Oder die Frau. Und die Medaille ist ja anscheinend die Medaille, die wir suchen. Die scheint ja wirklich wichtig zu sein. Ja, ist auch so eine Szene, die man gerne mal krepiert. Wenn man sich hier nicht duckt. Wird man einfach von dem ganzen Kochgeschirr erschlagen. Ja, muss man jetzt irgendwie hier durch. Au. Lauf, 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 lauf. Oh. Latsch. Gut, dass du jetzt sagst. Das hätte man mir verfickt noch mal präziser sagen können. Dann komm mal her, wir wollen nach oben. Ich glaube. Nein. Ich hasse solche Stellen in so alten Spielen, sind so Sprungpassagen immer sehr knapp bemessen. In modernen Spielen ist alles so ein bisschen geskripteter. Mit den Sprungabständen. Oh Gott. Ich muss hier ein bisschen die Hotelzimmer anschauen vielleicht. Auch noch so schöne gute Laune Musik. Vielleicht mit einer Puppe mit dem Dreirad an, sagt, ich will ein Spiel spielen oder solche Sachen. Weakerpack Diesel. Dieses versteinerte Blatt ist nicht für die Verdammten bestimmt. Doch Vampire können trotzdem von seiner schamanischen Magie profitieren. Erhöht Verteidigung um 1. Oh, wir haben unseren ersten Fetisch gefunden. Sowas wie kleine magische Talismane, Gegenstände, Glücksbringer, wie man es jetzt auch übersetzen mag. Die auch sehr selten sind in der Pen-Paper-Vorlage. Meist eine Sache, die mit der Magie sich beschäftigen, Tremere oder halt auch Werwölfe, haben da eine sehr, sehr große Bindung an Fetische. Bei den Vampiren ist das wirklich was sehr Exotisches. Mordfall ungelöst, auch schon zwei Eltern unter Kinder, unter Mordverdacht. Tja, so schnell kann es gehen. Nur weil er keinen hübschen Schmuck von seiner Oma hat. Hätte sich vielleicht öfter mal im Heim besuchen sollen. Hätte er jetzt auch eine schöne Kette und alle wären zufrieden gewesen.
Das ist so dunkel. Hallo? Das war die Spieluhr. The fuck? Na, ich bin verloren. Ich kann mich nicht mehr im Badezimmer einschließen. Oh oh. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht festgeglitscht. Oh, Gott sei Dank. Sowas veranlasst mich immer zum Speichern. Ich weiß gar nicht, ob es bei euch jetzt auch so dunkel ist. Oder läuft sie wieder? Hä? Au. Peng, peng. Das kann ich auch. Ich glaube, wir können jetzt auch hier nicht mehr viel verpassen, aber ich gucke trotzdem nochmal in alle Zimmer. So. Ja. Na toll. Ja, es scheint mehr Halluzination zu sein. Richtiges Feuer würde ein ernsthaftes Problem jetzt darstellen. Alleine schon die Nähe zu offenen Flammen bei einem Vampir Raserei auslösen können. Und natürlich auch bei Kontakt zum sofortigen Tod. Ja. Hab's verstanden. Hier ist gefährlich. Heißer Dampf übrigens auch nicht so geil, wie ich gerade feststelle. Oh. Ja, toll. Na, jetzt halte ich kurz wegen der Musik inne. Ach, lustig. So oft ich das jetzt gespielt habe, ist mir das vorher nie aufgefallen. Ich sagte ja mal, dass es zwei relativ bekannte Sprecher hier gibt, also mehrere. Aber zwei, die mir immer ganz besonders auffallen. Ein anderer Charakter, der noch auftaucht, hat, glaube ich, dieses Lied gesungen, was gerade zu hören war, kurz. Ich habe jetzt den Namen. Den Namen suche ich mal raus für die Folge, wenn sie auftaucht. Auf jeden Fall kennen sie manche vielleicht, weil sie die Soundtrack singt für die Silent Hill. Für Lieder zu Silent Hill. Eine wirklich tolle Künstlerin mit einer grandiosen Stimme und sie vertont halt hier auch einen ziemlich coolen Charakter. Das klang gerade nämlich sehr nach ihr. So, wir haben das Amulett. Am liebsten würde ich jetzt ja hier einfach springen und schwimmen. Aber es kann auch sein, dass jetzt hier alles friedlich ist. Naja, bis auf das Feuer da hinten. Nein, falscher. Oh, Glück gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob Fallschaden hier so cool war. Alter. Ist jetzt nicht umsonst hier aufgegangen. Ich hätte da hin müssen. Ein Mann und ein Abhang. Im ewigen Kampf. So, schalten Sie auch die nächsten drei Folgen wieder ein, wenn ich versuche, an diese Tür zu kommen. Die dann nicht mal etwas bringt. Das ist ja fantastisch. Oh Mann. Ja, hier ist auch nichts. Vielleicht doch wieder hoch.
Ach, das ist eine andere Etage, okay. Das müsst ihr mir auch sagen, Leute. Oh, ich habe keinen Bock mehr. Ich gehe so den schnellsten Weg hier raus. Macht euren großen Scheiß echt alleine. Und tschüss. Das hat auch ganz gut geklappt. So. Jetzt können Sie alles in Ruhe abreißen. Ja, ich weiß absolut, wo es lang geht. Vertraut mir, folgt mir. Habe ich doch gesagt. Hallo, muss mal wieder einer Pipi hier? Ah, ich glaube, wir haben gerade verpasst. Oh. So, da sind wir jetzt durch diese Passage ja ganz gut durchgekommen. Ohne größere Katastrophen. Not even a knock. I could have been undressing. And who knows what I would have had to do. You're here to see Her Royal Majesty Queen Victoria, aren't you? Stalis von einem Geist für die dunkle Tochter. Ich suche nach der dunklen Tochter. Jene aus Obsidian. Hier ist meiner Isis von dir vergiftet, weiße Herrin. Oh Gott. Ich wollte deinen Grabständereien entgehen, aber du hast mehr Hände als ich Augen. Ich bin mal ein Freund davon, wenn man für jemanden Auftrag annimmt, so wenig wie möglich anderen darüber zu erzählen. Sie müssen einfach sagen, dass wir nur nach der anderen suchen. Therese is out making a show of how well her lips fit on the pants seat of the Camarilla. Did you happen to find her chastity belt or something? Ich war ein Unterpfad für die Tochter der Dunkelheit. Ach, Unterpfand. Ich kann nur mit deiner anderen deiner Gesicht darüber sprechen, Janus Tochter. Ja. So, Therese told me you might be back to something for her. Do you have it with you? Allein deiner Schwester erhält diesen Schatz. I'm not just some silly doll, you know. All my life my sisters made me out to be a joke. She told you I was an embarrassment, didn't she? That I couldn't tie my shoes, let alone hold on to something for her. Is that it? Naja, ich hätte einen Tipp. Zieh dir was an. Leid zufügen, nimm dieses kleine Angebot. Du nimmst mir die Worte aus dem Munde. Du sollst dich das Wissen halten, was du mir nicht bedeutest. Okay. Das ist ja jetzt alles nicht irgendwie das, was ich sagen will. Du solltest dich an das Wissen halten, dass du mir nichts bedeutest. Ah, das ist so fies. Du nimmst mir das Wort aus dem Munde. Ist das jetzt ihr Recht geben oder ihr Recht geben, dass sie nicht dumm ist oder dass sie dumm ist? Das ist alles so kompliziert. Ich will es aber auch nicht einfach geben. Komm. Ja, ich habe da so ein paar Tricks, ne? Also mal vielleicht ein passendes Hemd anziehen. Knöpfe sind in der Regel auch zum Zumachen da. Das wäre mal ein Anfang. Dein Geheule macht mich verrückt. Noch verrückter. Nimmst du das still?
Komm hier, nimm einfach, lass mich in Ruhe. Ja, sehr malerisch. Tja, wieder einmal konnte man diesen schmollenden Brüsten, Lippen nicht widerstehen. Für dunkle Tochter, sie versprach im Ausweis dafür den Wurm zu verzeihen. Did she now? I spend a few nights with Bertram and all of a sudden he's the pox of Santa Monica. Paranoia and Therese have been bedfellows for longer than I can remember. Indulge my curiosity. What did you really think of Therese? Ich kündige nichts von meinen Visionen. Der Wurm braucht Vergebung. Also. I could do something about it, but Bertram won't believe it's off until he hears Therese say it's off. And as I told you, I'm really not sure where Therese is. However. Die dunkle Tochter hat versprochen gemacht. Du wirst sie finden, zu mir bringen. Finde ich am Would if geeignetsten. I could, Kitten. So sorry. But she doesn't tell me much about her business. But I do know something you could do for us in the meantime. Something that would make us very grateful. Ja, also man kommt hier sowieso nie mit einem Gefallen über Gefallen, mit einem Gegengefallen weg. Also sag es mir, weiße Herrin. Do you know Gallery Noir down the street? I happen to know there's a charity event being organized there. Lots of influential Santa Monicans slithering in for token appearances. But there's one thing they don't know. The whole event's been set up by a kindred trying to establish their own power clique in our city. And we can't let that happen, can we? So I need some brilliant young upstart to spoil the milk. Welch niederträchtige Tat für diesen zerbrechlichen Verstand. Es ist der Wurm, den ich zu sehen begehre. Ja. Wo jetzt hier? Therese isn't here. Until he hears it from her, Bertram's like a windshield in the deep blue sea. Oh. Was muss getan werden? I promise this won't take long. Take this knife. Give the paintings in the gallery a good slashing. Don't get caught, and don't turn it into a massacre. And steal the charity box, would you? Buy yourself something velvet. Ja, was zum Anziehen wäre immer nicht schlecht für den Charakter. So ist Schlitzen nun mal mein Streben. Lässt den Wurm nach dieser Schlitzerei frei. Ich hätte nichts damit zu tun. Ich stehle nicht die Gaben der Unschuldigen. Ich kann nicht das Kind eines anderen Geistes zerstören, obwohl. Naja, komm, wir machen es jetzt einfach. I'm sure Therese will be thrilled to honor your agreement when you get back. But in the meantime, get to the museum and ruin those paintings. Then pay me a visit. I want to hear all about it. Hurry up. I can only amuse myself for so long. Geile Leinwand wird vor meiner Klinge fliegen können. Das ist ein ja, ich werde beim Schneiden und Metzeln nur an dich denken. Das habe ich auch gerade im Gefühl. Werde meine Ichs haben, ja. Gott. Aber jetzt, aha. Da Therese gar nicht da ist, können wir uns jetzt mal an ihren Rechner schleichen und nochmal ihre E-Mails checken. Nur aus Recherchezwecken. One born a three. Super. Der Nektar der Götter? Miss Worman, ihr ergebener Diener hat wieder einmal sein Bestes getan, um Ihnen eine kleine exquisite Auswahl der erlesensten Bluttropfen zu präsentieren. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, dass ich letztes Mal nicht schnell genug eingeschenkt habe. Vergeben Sie mir, im Gegensatz zu Ihnen bin ich nicht perfekt. Wendell Cleaver. Ich habe eine Ahnung, wer das ist. Das ist hier. Und solche Sachen natürlich meistens irgendwie Leute, die Blut organisieren. Geht aus der Mail schon klar hervor. Ich glaube, unterm Krankenhaus ist eine Blutbank. Da sollten wir vielleicht auch nochmal hingehen. Liebe Miss Warman, es tut mir wirklich leid, aber die Männer werden dort nicht mehr arbeiten. Sie sagen, es spukt überall. Von Julian Johnson. Das ist über den Baustopp, klar. Da haben wir uns ja schon drum gekümmert. Von Jeanette. Wieso bist du immer so gemein? Berti ist ein netter Kerl, wenn man ihn erstmal kennt. Du bist die, die widerlich ist. Tja.
Oh, Moment. Haha. Noch gesehen. Plötzlich noch Kontakte, die wichtig sind. Gültiger Befehl. Ich sagte Kontakte. Geschäfte, ehrlich. Sollte man einen Kurs machen über IT-Sicherheit, glaube ich. Er sieht auch einen Kontakt zu Bertram. Ehrlicher Nosferatu. Auch übrigens schönes Detail, dieses Ad Shreknet. Das Shreknet ist wirklich eine existierende Sache in der World of Darkness. Die Nosferatu haben sowas wie ihr eigenes Internet. Die das sind ja Informationssammler und Händler, und über dieses Shreknet, wo man auch als Nicht-Nosferatu eigentlich überhaupt keinen Zugriff drauf hat, werden weltweit solche Informationen gesammelt. Hä? Falsch. Deswegen, ich mag das, dass das Spiel so viele Hints in der Welt versteckt. Diskjockey. Ach, hier. Vandal. Den haben wir schon gehört, den Namen. Gerade in der Mail. Na, Leiter der Blutbank, wie ich dachte. Hardcore-Donator. Oh, nur zwei Boote bis jetzt. Magnum gibt wieder alles. Das war gar nicht so weit, glaube ich. Aber auf der anderen Seite. Ist, den wir mal kurz mitnehmen können. Ja, das hatten wir schon. Dann will ich mal nicht länger stören. Gut. Dann halt nicht. Aha, Galerie Noir. Hat beschlossen. Wenn wir die ganze Polizei jetzt hier auch nicht hinstellen und irgendwie Schlösser knacken. Ja, ich bin mir sicher, du holst mich ein. Ja, nimm mal die leichte Antwort für uns. Leere ins Leben. Hat. Ihr Hirn wird an der Leere ins Leere zerschellen. Nach Leere ihres Lebens zerschellen. Mein Gott. Ja, jetzt habe ich ihn wenigstens ein bisschen Verstand eingebläut. Fließendes Fett wird ihre Furchen fermentieren. Ich musste diesen Satz jetzt öfter lesen, weil ich nicht dachte, dass es da steht. Jetzt hat er den Schlüssel ausgeheult. Und mit genug Kraft hätte man auch, wäre nicht stark genug, hätte man auch hier durchbrechen können. Ja, das Spiel lässt wirklich sehr, sehr viel Freiraum, wie man solche Situationen löst. Gefällt mir sehr. Bin auch gespannt, wie das im zweiten Teil dann läuft. Da soll es ja noch mehr solcher Möglichkeiten geben. So. Wie wir schon gedacht haben. Also, uns wird ja gesagt, dass es hier was mit den Gemälden auf sich hat.
Versucht die Kuh so erstmal hier die Kasse nehmen. Uns ja erlaubt. Oh, jetzt haben Menschlichkeit verloren. Anscheinend war das für einen guten Zweck, aber das wurde mir nicht so gesagt, oder? So. Da offensichtlich wird das irgendwie geschützt. Zieht uns sogar Blut ab. Aber man sieht ja auf den Gemälden, was passiert. Das ist jetzt ein bisschen die Entstehungsgeschichte der Kainiten, also der Vampire. Ich habe es ja schon mal angedeutet. So, alles beginnt damit, dass Kain Abel erschlug. Gott hat ihn dann verflucht, zu einem Vampir gemacht, wobei das nur so eine Art Vorstufe war. Also ein Fluch war halt, er wird nie wieder vertrauen können. Er muss sich von dem Blut der Lebenden laben, weil er Blut als erstes vergossen hat. So. Dann hat er Lilith getroffen, die erste Frau, noch vor Eva. Und die hat er dann auch verraten. Die Geschichte ist ein bisschen komplizierter, aber hier sehr stark runtergebrochen. Ich glaube, sonst müsste man hier wahrscheinlich vermutlich 28 Gemälde aufschlitzen. Das will ja auch keiner. Ja, und natürlich direkt ein Kampf. Und auch wenn es ein Blutwächter ist, der anscheinend aus Blut besteht, kann ich ihn nicht trinken. Ja, wir sind ein herausragender Kämpfer. Hier vielleicht speichern sollen. Ich glaube, ich bin gezwungen, mal hier so eine Blutkonserve zu nehmen. Wenn ich die sehr ungern nehme. Es gibt später wirklich große Durststrecken. Haha, Wortwitz. So. Auftrag aktualisiert. Ich gehe jetzt mal nicht durch die Vordertür und checke meine Waffe weg. Doch, er hat sich erholt. Das ist doch gut. Nee, doch nicht. Wieso liebe ich Donuts mehr als mein Job? Das trifft sich ja gut hier. Guten Abend. Gehen wir uns mal Lob und Belohnung abholen. You. What were you thinking? How could you give her that item from the hotel? Do you know what she did with it? Na. She threw it into the Pacific. Do you know what this means? It means that I can't get rid of the spirit now, which means that that property is useless to me. To make matters worse, someone's just gone and ruined my event at the gallery. Muss es jetzt nicht einfach mehr spuken? Ja, außerdem. I can control my sister as long as Tongue is out of the picture. Nothing's changed.
worse position than I was before. Ocean House is worthless. So our business is forfeit. The feud is on. Ja, blau heißt, glaube ich, dass es überzeugende Aussagen sind. Ich weiß nicht, ob ich gut genug bin. Ich versuch's mal. Wait for her in the back booth, near the phones. Ja, okay. Wieder irgendwas, was man hier erledigen soll. Das ist ja verworren erstmal die Psyche. Ich werde sie finden und wir beenden das. Ja. I want to see my sister. Yes, I'll call it off once I've spoken with her myself. Just do what I ask. Ja, von mir aus. Komm. Was soll's. Die Neverending Questline. Man, 5 Punkte, wir können uns bald was Schönes holen. Ich würde jetzt diese Line, glaube ich, erst mal zu Ende machen. Hallo? Mr. Schock? Wir können zur Sportbekleidung. So. Merken wir einfach immer am Start. Kleiner, glaube ich, der ist irgendwie hinter mir her. Schon paranoid hier. Hallo? Manchmal ist Türen öffnen hier auch ein Glücksspiel. So, erst dann. Also, es ist jetzt echt nicht so weit weg, ne? Lange ich gespeichert. So. Sieht ja richtig toll aus hier. Aber von Wildtrennung sieht das auch nicht aus, einfach nur mehrfach dasselbe. Aber ist ja gut. Aber nicht so schreckhaft. Da dreht er sich um, wenn ein Kunde reinkommt. Ein Hinterhalt. Wer hat das kommen sehen? Mist, ich hätte gedacht, der lebt noch, könnte ihn trinken. Eine Schrotflinte. Ja, aber sieht, also Menschen sind jetzt nicht so das Problem in dem Spiel, auch wenn es mehrere sind. Wie kriegen die da Verstoß? Hier haben wir noch einmal zu oft gesagt, sprich mit der Hand, oder? Ja. Geduld, weiße Herrin, erzähl mir, was dich brügt. Die Polizei wartet draußen, kannst du dich kürzer halten? Ich komme, dieses Unrecht zu richten. Der Tod ist nicht so empfindlich wie erhofft. Tatsächlich. Boah, jetzt stressen die da draußen auch noch rum. Das Theorie ausbricht. Verdunklung. Das bringt mir nicht. Ich habe nicht mehr genug Blut. Bin jetzt ziemlich gearscht. Ja. Ich kann nicht. Was? Was? Okay, wie lange werde ich jetzt von denen verfolgt? Steht auch nirgends. Ich habe mich doch nur gewehrt. Gut,
dass ich, schmächtiger Typ, hier irgendwie fünf bewaffnete Gangster auseinandernehme, ist jetzt auch ein bisschen unglaubwürdig, aber trotzdem. Ich habe keine Zeit dafür. Irgendwas, was mir gerade hilft hier? Na ja, komm, lass mal nochmal. Polizei auf der Jagd. Ich glaube, ich warte jetzt auch mal hier, bis sie weg sind. Da finde ich auch ein paar Ratten. Komm, Randy Rotti. Da, Randy Rotti. Schön aus der Kloake gegriffen. Herzhaft reingebissen. Kann nur hoffen, dass er nicht mal daneben greift und was anderes da rausholt. Polizei gibt auch wunderschöne Musik. So. Puh, das war aufregend. Ist der Pipi-Mann da zufällig? Nein. Pipi-Mann. Die Polizei ist da noch. Ganz viel Polizei. Da klebt auch noch mein Blut an der Wand. Das ist schön, jetzt so ein Profilblutfleck da, und wenn ich jetzt die Tür aufmache, passe ich da genau rein. Das wäre auch sehr auffällig gewesen jetzt. So. Holen wir uns jetzt unsere Belohnung ab, aber das können wir tatsächlich erst in der nächsten Episode machen. Oder was heißt Belohnung abholen? Wir müssen da vielleicht mal einiges klären hier. Ja, ich bedanke mich bei euch nochmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, das mit dem Ton hat jetzt besser geklappt. Und schauen wir mal, was die beiden Schwestern da noch für Überraschungen für uns parat haben. Das werden wir alles in der nächsten Folge auflösen. Und dann geht es weiter mit Vampire the Masquerade Bloodlines. Danke fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auf Wiedersehen.